Was für ein krass schönes Tiny House. Wir sind bei Acabo und im Auftrag der Vital Camp GmbH und das wollte ich euch noch mitnehmen. Ich muss eigentlich schon weg, aber ich dachte, wir machen mal einen kurzen Blick hinein und ihr könnt mir ja sagen, wie euch das Haus hier gefällt. Ja oder nein, das ist jetzt mal eure Entscheidung. Ich gehe mal auf ein bisschen Weitwinkel, dass wir das Ganze mal ein bisschen genauer sehen. Holzständerbauweise innen drin. Ein Riesenfenster mit eingebaut, eine ordentliche Länge von schätzungsweise 8 Meter hier und Fenster, die bis zum Boden gehen. All das mit einem Dach, einem Pultdach, das auch noch in Längsrichtung gebaut ist. Das sieht ja scharf aus und wie es drinnen aussieht, werden wir jetzt mal sehen. Da ist die Terrasse, das Ganze mit einem massiven Holz. Pfeiler hier drin und viel, gucken, ob ich reinkomme, ja, es geht auf und einem ganz großen Raum. Ja, und diese Häuser gibt es jetzt als GEG-Modelle, das heißt den neuesten Energierichtlinien in Deutschland, sodass man dafür auch eine Baugenehmigung bekommt und sehr, sehr spannend, auch die Tapete. Ja, wir haben im Werk gefilmt, da könnt ihr sehen, wie das Ganze aussieht, wie es zusammengebaut wird, wie tapeziert wird, gefliest wird, wie Küchen gebaut werden hier in dem Fall. Und was richtig krass ist, ihr merkt das, hier ist eine richtig große Straße dabei, da gegenüber wird gebaut und wie ihr hört, hört ihr gar nichts. Also die Wärmeisolierung oder Kälteisolierung, die ist auch so gut, dass auch alles draußen bleibt. Die Gardinen werden sogar selber gefertigt hier. Und all das könnt ihr bei der Vital Camp GmbH leben. So oder so ähnlich. Und ja, ab einer gewissen Größe kann man auch diesen Grundriss dann GEG-konform herstellen lassen. Mit einer großen Einbauküche, mit einer Sitzgruppe direkt im Eingangsbereich. Und wenn man hier mal ganz zurückgeht, dann sieht man auch mal, wie sich dieser Raum komplett erstreckt. Mit der Küche, also ein ganz großer Innenraum. Hier ist der Anschluss für den Schornstein oben drin, der liegt auch immer getrennt, das heißt später, wenn es montiert wird. Hier ist das Ablassventil, in dem Fall ganz unten, da wo der Kreis ist. Und Modell liegt so um die 120.000, 130.000 Euro. Großes Schlafzimmer auf der Seite. Hier ist der Kleiderschrank. Das ist übrigens der Kamin, den wir eben gesehen haben. Der wird bei der Endmontage da montiert. Viele Steckdosen mit eingebaut. Hier in dem Fall eine Wasserzentralheizung, eine Warmwasserzentralheizung mit drin. Zweites Schlafzimmer auf der Seite. Auch hier habe ich erfahren, gibt es verschiedene Fenstertypen, die man wählen kann. Sogar Fenster, die bis zum Boden gehen. In dem Fall. Das könnte das Bad sein? Ne, eine Toilette, eine Gästetoilette, beziehungsweise eine Toilette getrennt, separiert. In dem Fall hier. Süßen kleinen Waschbecken, aber tut, was es soll. Und auf der Seite Badezimmer mit Dusche. Auch hier Dusche in Echtglas. Wände sind gefliest in dem Fall. Eine nahezu bodenebenen Einstieg. Da ist das Waschbecken. Handtuch, Heizkörper. Und die Garderobe. Und hier vorne gibt es interessanterweise noch ein Zimmer. Da wüsste ich jetzt nicht, was ist. Noch ein Stockbettenzimmer.
Hast hier oben Stockbetten, also ein, zwei Stück. Die sind hier. Als Kinderzimmer könnte auch natürlich ein Abstellraum sein. Also toller Grundriss für bis zu 6 Personen hier. Ich denke, für eine Person vollkommen ausreichend mit großer Küche. Ja, das Ganze auch GEG-konform mit der Möglichkeit, einen Bauantrag zu stellen. Wir können hier nochmal rausgehen. Es ist hier in Verbindung mit der Terrasse, die ist hier. Natürlich nochmal eine Möglichkeit, den Raum komplett zu erweitern. Hier vorne ist dann noch eine zweite Terrasse vorgelegt als Einstieg. Das ist das Material. Mal schauen. Ja, das sind in dem Fall Kunststoffpaneele außen. Ständerbauweise. Und hier vorne die hohen Fenster. Viele haben wir gefilmt heute. Heute am 23. März 2023. Und das Modell, das war denn so, dass wir gesagt haben, komm, das müssen wir unbedingt noch mitnehmen. Denn mit diesem Längspultdach, das habe ich persönlich noch nicht gesehen. Und wie es funktioniert, könnt ihr hier sehen. Es hat gerade eben gab es einen kleinen Regenschauer. Der ist hier am Abtropfen. All das haben wir hier gefilmt. Also nahezu jedem Haus waren wir drin. Und zwei Möglichkeiten habt ihr. Ihr könnt also in Deutschland nach Zierenberg kommen oder nach Flensburg ins Musterhauszentrum. Die Vital Camp GmbH hat all diese Häuser oder viele Häuser zum Zeigen auch hier. Wir waren jetzt bei Acabo im Werk, haben das gezeigt, haben auch viele Videos gemacht über die Erstehung. Insgesamt 4 Stück. Wie werden Tiny Häuser gebaut? Die, glaube ich, sehr sehenswert sind, weil hier kann man auch sehen, Ganze in Ständerbauweise, richtig handwerklich gefertigt, mit ganz vielen Gewerken. Und es hört gar nicht mehr auf. Also viele auch bekannte Grundrisse. Und die Luxemburg-Stile, die bei uns ja wirklich riesen Aufrufe hatten, all die könnt ihr hier bewundern. Auch innen waren wir. Das ist ein besonderer Grundriss übrigens auch. Haben wir ein eigenes Video zu gedreht. Könnt ihr euch mal anschauen. Mit einem Mittenwohnraum gedacht für 3 Personen, die komplett einzeln leben wollen. Danke fürs Einschalten. Tschüss.